Ja. So, und wieder zurück. Und wieder zurück. Ja, ich brauche das brauche ich nicht. Gut, passt. Okay. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Roman, bin Kartograf, habe in Wien Kartografie studiert und bin als Lektor tätig am Institut für Geografie und Regionalforschung in der Kartografie, aber hauptberuflich, freiberuflich Kartograf, das heißt, ich arbeite auf meinen eigenen Beinen und versuche damit Geld zu verdienen mit Kartenherstellung bzw. mit Segmenten, die mit Kartenherstellung zu tun haben. Ich bin kein Techniker, ich habe von Informationstechnologie, vom Background verdammt wenig Ahnung, ich bin Anwender und ihr werdet es dann am Schluss sehen bei Kartenentwürfen, ich arbeite also, ich habe einmal was Georeferenziertes gemacht, ansonsten eigentlich arbeite ich als Grafiker, wobei ich auch kein Grafiker bin, sondern Kartograf, bei mir steht die Präzision im Vordergrund und nicht das Optische. Und diesen Streifzug durch die digitale Kartografie, durch digitale Karten, denn der Franz hat mich 3-4 Mal bekniet, er hat 3-4 Mal angesprochen, ich soll das machen. Ich fühle mich eigentlich in dem Kreis der technisch Versierten irgendwie fehl am Platz, aber vielleicht kann ich doch was anbieten, was auch für euch interessant ist. Beziehungsweise vielleicht ein paar Aspekte der Kartografie aufzeigen, die den einen oder anderen ein Aha-Erlebnis geben könnten. Gut, ich möchte dort fortsetzen, wo der Franz aufgehört hat, nämlich bei Google Maps auf der einen Seite und bei Bing im Vergleich auf der anderen Seite. Es gibt in Google die klassischen Ansichten, Karte bzw. Satellitenbild. Und es gibt die Möglichkeit, und das war also im Mail von Franz drinnen, die Frage, wie kann ich Fehler an Google melden? Ist relativ einfach. Ich darf mich jetzt kurz niedersetzen, weil ich mit der Maus arbeiten muss. Es gibt da herunten den Button Feedback geben. Dann geht dieses Fenster auf. Und mit diesem Fenster kann ich entsprechend Korrekturen durchführen. Also ich kann die Karte bearbeiten, falsche Einträge bearbeiten. Wenn ich da jetzt, ich gehe nochmal einen Schritt zurück und ich gehe nach Kritzendorf in die Feldstraße 88. Wenn der Franz jünger wäre, beziehungsweise ich älter wäre, hätten wir gemeinsam am Kirschbaum Kirschen gegessen und Fußball gespielt auf der Wiesn. Ich mache das mit der Maus. Ich habe das also. Ja. Jetzt umgeschalten auf Satellitenbild. Was man da jetzt bei diesem Bild deutlich sieht, das ist also. Ja. Da ungefähr ist diese Hütte gestanden, wo der Franz seine Jugend verbracht hat, seine Sommer. Das ist mein Haus und das ist da herunten, das wäre dieser Kirschbaum, von dem ich gerade gesprochen habe. Und das war also sein Jugendbereich. Das ist jetzt ein Feld, oder wie? Das ist jetzt Wiese. Was man da deutlich sieht, das schaut komisch aus. Da überlappen sich zwei Streifen der Satellitenbilder, die abgetastet worden sind. Also ein nördlicher und ein südlicher Streifen, der genau da durchgeht. An sich ist es eine homogene Wiese, die durchgegangen ist bis hinauf. Der untere Teil ist ein jüngeres Bild als der obere Teil. Der obere Teil ist noch nicht gemäht, der untere Teil ist gemäht. Das sieht man ganz deutlich, also das ist, aber da komme ich wieder zurück bei Google Maps, das hat also da eine tolle Funktion. Was ich zeigen wollte, ist in dem Fall Korrektur. Wenn ich da jetzt also auf dieses Feedback gehe, ich kann auch da ins Menü gehen und im Menü
ganz unten Feedback geben. Da geht das Serverfenster auf. Dann gehe ich auf Karte bearbeiten. Und dann kann ich diesen Teil hier, diesen Teil der Feldstraße, den gibt es nicht. Wie der da reinkommt, kann ich Ihnen erklären. Das ist also in der Stadtplanung einmal drin gewesen, dass da Verbindungsstraße zwischen dieser Mittergasse und der Feldstraße gibt. Gibt es einfach nicht, ist gestrichen worden. Der ist nicht vorhanden. Jetzt gebe ich einfach auf Senden und kriege von Google dann irgendwann eine Meldung auf meine E-Mail-Adresse, sofern ich angemeldet bin, dass also das zur Kenntnis genommen worden ist und dass das korrigiert worden ist. Kann durchaus mal ein Jahr dauern. Es dauert länger. Ich habe heute Vormittag das Pfarramt von Kritzendorf, das hier platziert war, zur Kirche verschoben und habe Nachmittag also eine Mail bekommen und offensichtlich ist das also direkt ausgeführt worden. Also das ist unmittelbar ausgeführt worden. Sie haben in der Mail geschrieben, dass es also bis zu 24 Stunden dauern kann, bis Sie das verifiziert haben. Das ist also kein Problem. Also wenn ich da... Der Franziskus macht. Ja. Und sowas aber deswegen ist, muss man aber bei Google Maps registriert sein. Ja. Weswegen sind die Satellitenaufnahmen eigentlich falsch? Sind die schon so alt und die katholische Kirche oder das Pfarramt war am... Nein, das sind falsche Einträge. Das sind simple falsche Einträge. Also wir werden es sehen, also der Franz hat das erwähnt, also die übernehmen irgendwelche Firmenregister, alte Telefonbücher und ähnliches, tragen diese Daten ein und gehen davon aus, dass also der Nutzer das dann korrigiert. Wenn ich da also jetzt irgendwo ein Geschäft eintrage an der Adresse oder ich kann zum Beispiel ein Haus oder was kannst du denn wegtun? Das ist ja eigentlich vom Satelliten. Ich habe Satellitenbild, aber in der Karten kann ich es. In der Karte schaut es ja ganz anders aus. Die Karte schaut ja viel, viel leerer aus in dem Sinn. Ja. Ich arbeite gerne mit Satellitenbild, wenn man es lesen kann. Die Beschreibung ist ja nur ein Text, das ist ja nur ein Attribut zum Güter. Ja. Also die Karte ist in dem Fall eine matte Sache, muss ich sagen. Das heißt, du hast nicht das Haus transportiert, sondern die Eigenschaft von einem Gebäude auf anderes übertragen. Ich habe die Adresse geändert. Ich habe die Adresse geändert. Das war Hauptstraße 30 und das Vitusplatz 2. Das schlägt mir Google selbst vor. Also ich kann zum Beispiel da unter fehlende Orte hinzufügen. Ja, da steige ich wieder aufs Satellitenbild um und da beispielsweise irgendwo ein Gebäude beschriften und Google gibt mir dann die Adresse dazu. Ist das eine bauliche Änderung, zum Beispiel, dass angenommen die Gemeinde baut jetzt eine Straße da durch, wie lange braucht Google, bis der das vom Satelliten aus bemerkt, dass sich da was baulich geändert hat? Die Satellitendaten sind unabhängig, also wir werden sehen, es gibt Satellitendaten, wir haben es gesehen, also in dem Fall jetzt, dass also selbst auf der gleichen Parzelle unterschiedliche Daten sind, das hängt von den Daten ab, die zur Verfügung gestellt werden, wie sie zusammengespielt werden. Es gibt, ja. Dauert das ein Jahr oder? Das kann Jahre dauern. Und ja, also ich möchte jetzt im Vergleich zu... Also ich möchte euch nur sagen, ich habe mir in Google ein neues Auto gebaut und in Google Earth steht das schon vor meinem Haus. Ja, kann ohne weiteres passieren und umgekehrt... Also... Und umgekehrt sind also Bilder drinnen, die sind ohne weiteres 3-4 Jahre alt. Wobei wir bewegen uns in einem Bereich, also der relativ genau erfasst ist. Es gibt Bereiche, die sind nicht genau so erfasst, nicht so dicht, also nicht in der Auflösung erfasst und da sind die Satellitenbilder nicht so aktualisiert. Ich möchte also jetzt einen Vergleich bringen und zwar, ich bin jetzt zu Bing gewechselt. Bing ist das Gegenstück zu Google von Microsoft. Also die haben auch ihre, in dem Fall also ist es die Karte oder ich kann auch hier von der Straße zum Luftbild wechseln. Ich habe dann also dein Satellitenbild, wenn ich da hineinzoome, gehen wir wieder Feldstraße. Was für Kartenmaterial verwendet Bing eigentlich?
Nokia? Nein, bin kein eigenes. Nokia ist, das heißt jetzt Here We Go. E-Maps, ja, weil unten nämlich E-Maps steht, das ist überhaupt das Grund. Die machen eine Synthese. Die spülen also mehrere Daten zusammen, wobei bei den Satellitenbildern, also ist das, weiß ich nicht, was da dahinter ist, da gibt es verschiedene Bereiche. Bei den Karten selbst gibt es ja, große Anbieter. Der eine ist also Google, der andere ist hier, der dritte ist Navtec. Und diese Daten werden zusammengespielt, je nachdem ist eine Preisfrage, beziehungsweise viele dieser Anbieter greifen auch auf öffentliche, allgemeine Daten zurück, die halt dann zu bezahlen sind, aber die dann entsprechende Qualität haben. Das ist ganz unterschiedlich. Bei den Satellitenbildern ist es ein bisschen anders, da sind sie immer erst die Satellitenbildsysteme von Amerika und was halt jetzt bei Galileo läuft, beziehungsweise was die Russen mit Glasnost anbieten, verpflichtet. Ja, gehen wir nochmal auf Kritzendorf. Lassen wir nochmal so. Wir werden also da, also das ist dieser Bereich der Feldstraße wieder. Und wenn ich da jetzt hineinzoome, na. Komm. Dann sehen wir, dass also dieses Bild, also wenn man die Gegend kennt, weiß, dass um einiges älter ist. Also da wäre wieder das Haus von Franz, das ist mein Haus. Da ist aber in dem Fall jetzt die Wiese durchgehend, man sieht es recht deutlich. Das ist also ein schöner großer Fleck eigentlich. Und dieser Bereich ist vor 1,5 Jahren umbrochen worden und da ist ein Weingarten angebaut worden, also dieses Bild ist mindestens 2 Jahre alt. Bitte. Ich hätte gern gewusst, was man da jetzt sieht auf dem Satellitenbild, sieht man eine beschriftete Straße, die Feldstraße. Ja. Ist die Straße ein Objekt in dieser Karte, dass ich sagen kann, dieses Ding ist falsch, das heißt nicht Feldstraße, das heißt Militant oder so? In dem Fall haben es sowieso... Oder sind nur die Häuser... Das Satellitenbild ist ein Rasterbild. Das ist klar, ja. Und die Straßen sind Vektoren, die drüber liegen. Ich kann also in dem Fall... Wieso konntest du bei einem Haus sagen, es hat eine andere Adresse? Also das katholische Pfarramt oder was das war? Sobald eine Adresse eingegeben ist, oder ich kann Adressen eingeben, ich kann zum Beispiel, das habe ich bei Bing noch nicht probiert, bei Google geht es in dem Fall, ich kann also... die Adressen sind Koordinaten, ja, koordinativ verortet, die sind zugeordnet. Und wenn ich die Adresse eingibt, dann findet das Google. Und umgekehrt kann ich aber auch in diesen Satellitenbildern, ja, wo haben wir da was? Reifenkloster Neuburg, Hauptstadt. Ja, da zum Beispiel, das ist, also in dem Fall ist die Fuchs. Danke. In dem Fall ist die Fuchsgasse also da herüben. Das ist also die nächstgelegene Adresse, die dazugeordnet ist zu diesem Punkt. Ja. Und wenn ich dann. Da muss ich jetzt. Fehlenden Ort hinzufügen. Und da kann ich jetzt also, wenn ich diesen Marker hier an diese Stelle setze. Ja. Dann, ich weiß nicht, das ist Hauptstraße irgendwas, aber der Name, das ist Mauerbacher Hof. Das ist also der Hof in Kritzendorf, diese Anlage. Okay. Und ja, damit wird das dann, ja, in Google aufgenommen. Ich verstehe. Mit Bestätigung natürlich. Aber zu sagen zum Beispiel, das Haus existiert nicht mehr, ist ein Bildproblem und daher wird es auch nicht bearbeitbar. Das ist auch für die Kartografie unnötig. Das ist, ja, also in dem Fall ist es, wenn ich daraus eine Karte mache, muss ich wissen, ob es steht oder nicht, aber diese Satellitenbilder sind im Prinzip die Grundlage für die Kartenherstellung. Roman, bei der Pink-Karte war die Feldstraße gleichzeitig auch die Mittelstraße. Das ist ein Fehler, ja. Und da müsste man wissen, also da gibt man auch Feedback. Ja, da kann man ein Problem auf einer Karte melden und dann kann ich da also wieder herziehen.
und dann beschreibe ich dieses Problem. Verstehe. Und schicke das weiter. Also in dem Fall, die Mittergasse wäre die da herunten. Dafür haben sie die Verbindungsstraße nicht, diese geplante. Und die Feldstraße ist die da heroben. Ja. Gut. Es geht bei Google genauso wie bei Bing. Ja, Google ist ein bisschen, komplexer und ein bisschen, da bin ich flexibler. Da habe ich mehr Optionen bei Google. Und dann möchte ich also zeigen, von der Qualität der Bilder her, ich möchte also jetzt... Ich gehe jetzt in ein Gebiet Steiermark, Obersteiermark, St. Lorenz im Balkental. Vielleicht ist dem einen oder anderen noch im Ohr, vor zwei Jahren war dort also diese Murenkatastrophe, wo also da aus diesem Tal heraus die Mure den halben Ort weggeschwemmt hat. Ich bin jetzt hier bei Bing und wenn ich da hineinzoome, habe ich eigentlich eine fantastisch gute Auflösung. Das ist ein Irrsinn. Für eine ländliche Region ist das eine tolle Auflösung. Da bin ich jetzt auf der höchsten Stufe. War das vor der Mure? Das ist nachher. Das ist nachher. Man sieht also da noch angedeutet diesen Bereich, wo die Mure also rausgekommen ist. Die ist also da durch, da raus und da durch den Ort. Man sieht da andeutungsweise und kann dann da also, ja, wenn man es weiß, da ist aber auch verbautes Gebiet gewesen. Die Qualität von Google ist genau dasselbe wie die... Und jetzt möchte ich sagen, also, und wenn ich jetzt bei Google ebenfalls nach St. Lorenzen im Balkental gehe, hoppla, na geh, komm. Du hast nur D dort stehen. Ja, danke. Dann habe ich da eigentlich, und da bin ich schon auf der höchsten Zoomstufe, eigentlich ein katastrophales Bild. Also unter dem Aspekt. Wenn ich die zwei vergleiche, hoppala, also das habe ich jetzt zugemacht. Ja. Also man muss wirklich, also ich kann nicht sagen, Google oder Bing ist besser, man muss wirklich in der Region schauen, welche Anbieter einfach das bessere Bild bietet. Das wechselt im Laufe der Zeit, weil die frischen sie auf. Also dieses Bild bei Google gibt es mindestens schon 4-5 Jahre. Roman, ja? Mir ist aufgefallen, dass Österreich generell schlechter aufgelöst ist bei Google als alles, was Bing im Umland ist. Zum Beispiel, wenn du nach München zoomst, dann kannst du dort in dem Stadion das Cornerfahndl anschauen. Ja. Das geht in Österreich nicht. Die Qualität östlich von Salzburg ist ganz schlecht. Ja. Und das dürfte mit irgendwelchen logistischen Sachen zu tun haben, warum die das nicht machen. Auch in Tschechien ist es viel besser geworden. Ja. Was zum Beispiel bei uns nicht funktioniert, das ist Street View. Street View haben sie bei uns in Österreich allgemein abgedreht. Ja. Das geht nicht. Ja. Das geht einfach nicht. Aber die Aufnahmeautos sagen, was geht denn? Street View. Die Aufnahmeautos fahren. Der Grund dafür ist ein anderer. Der Grund dafür sind diese chauffeurlosen Autos. Man versucht also Daten in Mengen zu sammeln, die einfach unvorstellbar sind und alle diese Informationen, die verkehrsrelevant sind, zu sammeln. Da ist Nokia, also Nokia in dem Fall hier, unheimlich stark im Rennen. Und diese Firma hier, das war also Nokia, das hat vorher, wie hat es noch geheißen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es in Deutschland ein Konsortium aus Mercedes, BMW und Audi, die gemeinsam diese Firma hier gekauft haben, um an die Nokia-Daten zu kommen und mit dem Hintergedanken, also selbstfahrende Autos. Welche Daten sind es, die aus dem Grund gesammelt werden? Durch die Einbahnen, Halteverbote. Ist innerhalb von zwei Wochen hinfällig, das ist doch vollkommen absurd. Es muss ein Grundgerüst geben am Tag. Ja, das schon. Und die Kartografie in jedem dieser deutschen Hersteller Autos eingebaut ist, werden nicht immer wieder aktualisiert. Ja. Sind dann die sind da
Zellernsee von der Pistenhöhe. Tut mir leid. Das ist auch das Problem, das sind billige Navigationssysteme, da geht es um wesentlich mehr und da geht es darum, also diese Daten werden ja, es gibt die ASFINAG bei uns und diese entsprechenden Firmen kaufen sich dann bei der ASFINAG die Daten und die ASFINAG-Daten sind. Nein, warum ich frage, ich habe nämlich bei der Gemeinde Wien einmal nachgefragt, ja, wegen dieser Einbahnaktualität, ja? Und da haben sie gesagt, ja, ungefähr 2-3 Wochen müssen sie schon rechnen, bis so ein Einbahn auch im offiziellen Stadtplan der Gemeinde Wien im digitalen Plan hochgeführt wird. Ne? Ja, bis er nachgeführt wird, aber das heißt nicht, dass die Daten nicht gibt und dass die Daten nicht weitergehen werden. Die funktionieren bei der klassische Fall sind Baustellen. Ist eine Dringlichkeitsfrage. Ja, ist schon klar. Muss nicht an einer öffentlichen Stelle, also an einem Stadtplan, der öffentlich zugänglich ist und der halt sporadisch gebraucht wird, keine rechtliche Funktion in dem Sinn hat? Keine rechtliche nicht, Funktion. Ja, das ist der wesentliche Aspekt dabei. Ja. Brauche ich nicht. Okay. Jetzt, gut. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, wie weit spielt eigentlich OpenStreetMap da in dieser Liga mit? Kommt noch. Okay. Okay. Ja, OpenStreetMap ist. Gut, nein, das war also Daten, ja. Was ich noch zeigen wollte, also es gibt, man muss da zwischen die zwei wirklich aufpassen. Es gibt zum Beispiel bei. Jetzt habe ich das Bing zugemacht, das muss ich nochmal aufmachen. Es gibt also da zum Beispiel bei Google diese Funktion Verkehrslage. Jetzt geht er aber wieder zurück nach Grützendorf, das ist da eine matte Sache. Keine Verkehrslage im Baden-Württemberg. Würzburg. Das stimmt relativ viel. Und die blenden das recht schön ein. Die Daten sind im Wesentlichen also Handydaten, die sie mit Verzögerung messen, soweit ich das mitgekriegt habe. Aber man sieht ein recht schönes Verkehrsnetz und die zugehörige da herunten Verkehrslage. Wenn ich das Ganze, nehmen wir uns. Ostern geht, das ist ein cooles Beispiel. Jetzt ist nein, alles grün. Ich möchte also jetzt da auf diesen Bereich gehen. Entschuldigt bitte, wenn ich in Grützendorf, Klosterneuburg bleibe. Aber ja, großer Heimvorteil. Wir haben also in Klosterneuburg Problem Ortsumfahrung, Stadtumfahrung ist nicht gelöst, ist wurscht, es gibt ein Stickerl, das geht da direkt neben, das ist die Donau, da gibt es einen Abwassersammelkanal aus dem vorigen Jahrhundert, der Durchstich heißt, also in dem jetzt keine Abwässer mehr natürlich hineinfließen. Aber Starkanal hast du das. Aber, ja, und da parallel gibt es also eine Umfahrungsstraße, die da heraufgeht und in einen Kreisverkehr mündet. Mit der Ständerbrücke, ne? Bitte? Mit der Ständerbrücke, der großen Tür. Ja, genau, ja. Wenn ich das Ganze jetzt bei Bing eingib, Klosterneuburg, und dann auf Verkehr gehe, hat der also im Prinzip dieselbe Gliederung, dieselbe Legende. Und ja, schalten wir auf Satellitenbild um, das ist. Ihr erkennt da einfach mehr und dann hineinzoome. Okay. Da bin ich noch zwei mal unten. Dann habe ich da. Da kommt der Kreisverkehr. Das ist diese Umfahrungsstraße. Da habe ich dann keinen Eindruck drinnen. Das heißt, die haben das noch gar nicht registriert, dass es da Umfahrungsstraßen gibt mit Verkehr. Obwohl diese Umfahrungsstraßen seit mindestens 5 Jahren in Betrieb ist. Also, man muss sie wirklich zwischen beiden durchsuchen, wenn man Daten mit einer gewissen Qualität sucht und in beiden, beides ist einfach fehlerbehaftet, beides ist nicht verifiziert und. Ja, aber im konkreten Fall hast du dann das Problem, dass du zwei unterschiedliche Aussagen zu einem Areal hast. Na, da habe ich gar keine Aussage. Na, oh ja, nämlich, dass da nichts ist. Ja, aber die Straße. Kann ja eine Straße sein, die nicht mehr befahren wird. Oder die noch gesperrt ist, ja. Das kannst du nicht wissen, was jetzt besser ist. Ja.
was aktueller ist. Jetzt war natürlich, das habe ich nicht ausprobiert, es war, kommt mir jetzt gerade interessant zu berechnen, welche Strecken Sie mich schicken, wenn ich beim Routenplaner eingebe zwischen Klosterneuburg und Kritzendorf, ob ich da um die Fahrungsstraßen fahre oder wirklich die alte Verbindungsstraße. Aber das wir schicken es mir mit der Fähre um. Gut. Mein letzten Update am Android-Handy. Für die Kinder friert sich mehr Information. Es ist wenig Verkehr, oder es ist viel Verkehr. Ja. In Bezug auf meine Wohnadresse. Ja, ja, ja. Auf noch was möchte ich hinweisen, was an sich normalerweise niemandem auffällt, aber was eigentlich mein Bereich ist, wo ich kartografisch relativ viel tätig bin, das ist Namensschreibung, Namenverwendung. Ich bin jetzt wieder bei Google Maps, ich schalte um auf Karte und ich gebe ein Sterzing. Sterzing liegt in Südtirol, also über dem Brenner drüber, ist die erste Stadt, wo man über den Brenner runterfährt. Ich habe da Sterzing stehen. Ich habe umgekehrt da Stationen stehen. Ich bin in einem zweisprachigen Gebiet, also Südtirol ist italienisch, deutschsprachig italienisch. Und ich habe da in dem Fall vorwiegend Deutsch beschriftet, aber mit einigen italienischen Einschlägen. Da zum, na, das ist bei der nächsten Stufe mir jetzt gekommen. Da ist zum Beispiel, was machen Sie? Warum? Da ist Ospedale, Spital ist auf Italienisch beschriftet. Wenn ich das Ganze jetzt bei Bing mache, Sterzing eingib. Und auf Karte um, wo haben wir das? Da haben wir das herum, Karte. Und dann ein bisschen kleiner wäre. Ist das gleich mal da, oder? Ist da Sterzing erinnern? Auch zweitsprachig. Und ich bin, was für ein Bereich bin, 250 Meter, ich bin viel zu groß momentan noch. Also ich bin in der Stadt drinnen. Und ist zweisprachig beschriftet. Also die berücksichtigen die Situation, wenn ich zum Beispiel bei Google statt Sterzing Vipedeno suche, findet er das? Klar. Aber es ist trotzdem alles Deutsch. Also ich muss in meinen Kopf schalten, Sterzing, also wie Biteno ist eigentlich Sterzing. Das Ganze lässt sich ein bisschen noch überspannen, wenn ich zum Beispiel in der Slowakei gibt es eine Ortschaft, die heißt auf Deutsch Göding. Hoppala. Göding. Nein, das ist auch nichts. Das ist nichts, das haben wir falsch. Aber gleich eine andere Frage, wie ist das generell beim Spital zum Beispiel? Wenn man im Ausland noch ein Spital sucht, aber auf Deutsch suchen möchte, geht das überhaupt? Oder okay. Muss man immer in der Landessprache? Kann ich bei dir irgendwas abstecken? Ich brauche. Ja, du kannst du was abstecken. Ein Strom. Hm. Komm, steck das an. Es ist so, dass auf internationalen Straßen, also die auf Europastraßen, und, die Regelung so ist, dass die Beschriftung in der ortsüblichen Form ist. Das heißt, deswegen steht in Wien Praha und Brunner auf den Straßenschildern und es kann ergänzend Prag oder Brünn draufstehen. Von Gänzendorf Richtung Wien fährst, kommt auf die Autobahn auf, dann die Kreisverkehr, fährt auf und dort steht Budapest und noch irgendwas, aber steht nicht Wien.
Ja. Begeistert mich jedes Mal. Ja, gut. Ja, das ist ein anderes Thema. Güding heißt auf Slowakisch Hodonin und es steht da Hodonin herinnen. Das ist an sich okay. Was ich problematisch finde, ist also, dass dann in diesen Karten gemischt ist. Deutscher Name, ehemaliger deutscher Name, beziehungsweise gebräuchlicher deutscher Name, weniger gebräuchlicher deutscher Name und tschechischer Name. Ich habe da Lundenburg herinnen, ich habe Brünn, ja Brünn, okay, ist okay. Aber Znaim ist drinnen und das geht also in eine Ebene hinein, die eigentlich zum Teil also doch überzogen ist. Und dasselbe spielt es natürlich bei Bing auch, also wenn ich da jetzt Hodonin eingib. Gibt es irgendwelche Regelungen, auf die das benannt wird? Nein, das ist absolutes Chaos bei diesen beiden. Ja. Das ist absolutes Chaos. Also da gibt es, da in zum Beispiel, da habe ich Göding drin, ich habe jetzt nach Hodonin gesucht, der schreibt mir Göding aus. Ja? Bing schreibt Göding hinein und wenn ich das jetzt weglösche, habe ich, okay, der Punkt bleibt vorhanden, dann habe ich da Göding stehen, ich weiß also nicht, dass das Hodonin ist und ich habe dann also bei manchen Orten einen deutschen Namen stehen, bei was völlig irrelevant ist da, Groß Pavlovitz. Warum steht es Deutsch drinnen und alles rundherum auf Tschechisch? Das wird eine Rückübersetzung sein. Nein, diese Namen, diese Ortschaften haben alle einen deutschen Namen. Ja, dieses, zu welcher Größenordnung von Ortschaften gibt es diese Kompatibilität zwischen den... Ist nicht nachvollziehbar. Ist nicht nachvollziehbar. Es wird mit dem Argument der Bedeutung... Ja, aber das ist ja an sich eine sehr wichtige Funktion, vor allem wenn man mit historischen Artikeln zu tun hat und die Ortschaft suchte in der Zeitung... von 1872 gestanden ist. Ne? Beide bieten an. Ich kann sowohl nach dem deutschen als auch nach dem tschechischen Namen oder nach dem polnischen, es ist ja nicht nur deutsch, sondern es ist mehrsprachig, ich kann danach suchen. Und ich finde das. Also ich habe jetzt vorher dann nach Hodonin gesucht und habe Göding gefunden und ich habe umgekehrt bei Bing, nach Göding gesucht und Hodonin gefunden. Ja, aber also, nirgendwo sagt man, dass Göding und Hodonin... Den Schluss machen muss ich selbst machen und da habe ich sogar das Problem, also, dass ich da bei Groß Pavlovitz nicht einmal einen tschechischen Namen habe. Dass du nicht weißt, dass das gleich ist, denkst du, das hat auch nur dafür einen Schatz angezeigt. Ne? Ja, genau. Ja, ja. In Ungarn steht ja für Wien auch Beck. Beck, ja. Das ist aber... Es muss Wien stehen, laut internationalen Abkommen, und das kann der ortsübliche Name dabei sein. Am schlimmsten ist es in Belgien. Da wechseln also die flämischen und die wallonischen Namen nach Bedarf auf den Autobahnen. Ja, gut, wollte nur darauf hinweisen, ich habe zum Beispiel also da, ist das ja, das ist da, ich bin da jetzt herüben, zu weit herüben, ich wollte. Daher, ich habe da herüben Suchentalsteher an der Leinsitz. Okay, Leinsitz ist okay, der entspringt immerhin in Österreich. Aber ich habe da Jeske Budjewice stehen. Ja, und darunter in Klammer Budweis. Also ich nehme nicht an, dass jemand, wann er wirklich wem sucht, Jeske Budjewice sucht, sondern wann man sucht, sucht man Budweis. Aber ich suche nie Suchental. Kugel ist informiert, dass wir alle eine tschechische Großmutter haben. Ja. Oder? Swabings herinnen. Swabings ist ein Deutsch. Ja. Gut. Wollte nur darauf hinweisen, das Problem ist nicht gelöst. Das Problem wird von den Firmen ignoriert. Eine Frage noch. Ja. Den erscheinlichen Ort. Suchtal ist wesentlich kleiner als zum Beispiel Tschrewa. Ja. Das ist 20 Kilometer nördlich. Ja, Wittingau ist. Aber das war ja, genau, Wittingau. Ja. Das war aber jetzt auf der Karte nicht erzeugt. Obwohl das wesentlich größer, historisch bedeutender, ja, und so weiter ist. Ja. Nein, da wird nachher. Wittingauer Spiegelkapfen ist berühmt. Ja. Ja. Schweizerhaus und den Gebäude. Zum Beispiel, ja. Ja. Nein, wir haben ja da also in Wien die Lundenburger Straßen. Das ist Nickelsburger Straßen. Das ist ja alles.
Wenn man es weiß, dann weiß man, wo die hingeht. Ja. Ja. Nein, das ist ein Algorithmus, wo versucht wird, glaube ich, von den Verlagen, also von Google und von Microsoft her, versucht wird, eine gleichmäßige Verteilung zu geben. Das wenn ich dann eine summe, dann kommt das Jevon. Und dann kommt das, also nicht der Jevon, nicht Wittinger. Das heißt, man schreibt lange Ortsnamen, werden Jevon, nicht so häufig genannt, weil sie zu viel Platz verbrauchen als kurze. Kann passieren, ja. Aber mit der umgekehrt, das Suchental an der Leinsitz ist ein längerer Name als Wittinger. In wessen Verantwortung ist es jetzt eigentlich, was wir da jetzt gerade die ganze Zeit besprochen haben, Deutsch und Tschechisch und wie das durcheinander gerät und so weiter. Ist das der Kartograf, der das macht, nach eigenem Ermessen? Oder? Das ist der in der Firma, der das ausführt. Das sind keine Kartografen. Also. Das sind keine Kartografen, sondern das sind Techniker, die also die Problematik in dem Sinn zu Ohren bekommen und halt waren sie wie aufregt, dass da Wittinger drinsteht und nicht Rijevon, dann bessert er das aus und das war's. Anders für Volksgruppen Schweiz war das noch nicht, oder? Bitte? Es gibt bei beiden Routenplaner, wenn es also international geht, ist es okay. Wenn Österreich als Routenplaner geplant ist, dann würde ich A nach B nehmen. Kennt denn jemand? Ja. Also stelle ich dann noch vor, ist das Beste, was es momentan gibt, nämlich weil es einfach Optionen gibt, die normalerweise nicht üblich sind. Was macht der ÖMTC mit dem Routenplaner? Ist der schlecht? Habe ich noch nie gebraucht. Hast du nicht schon? Habe ich nicht gebraucht. Ich möchte jetzt gern für den Google-Plan eine Lanze brechen. 100.000 Kilometer im Jahr, 15 Jahre lang. Ja. Ich fahre nur mit Google Maps. Ja. Bin nur gefahren. Nur Auto. Ja. Und okay. Nie ein Problem. Ja. Es war nie ein Fehler. Nein. Ich kann sofort das erstellt sagen, wo es Probleme gibt, aber auch bei mir daheim. Aber Google ist einer der Besseren. Bing würde ich nie nehmen. Die haben also die von den Optionen her. Bei jedem Navigationsgerät muss ich die Adresse eingeben. Ja. Bei Google gebe ich ein, zum Beispiel in meinem Fall Peter Schwinghammer. Den Namen gibt es nur einmal. Ich habe einen Kunden, der mich gesucht hat, gesagt, gib ein, Google Maps Peter Schwinghammer, zeigt rum und der ist am Zentimeter in einem Ort oder am Zentimeter hergefunden, wo die Firmen, die Navigationsgeräte erzeugt haben, noch nicht drinnen waren. Da finden alle nur zum Hauptplatz, aber es gibt keine Straßennamen und keine Nummern. Du kannst die Nummer 100 Mal eingeben, findet nicht hin. Ja. Google Maps schon. Ja, hat seine Tücken. Aber ist einer von den Besseren. Dann Austrian Map. Amtliche österreichische Karte wird vom Bundesamt für Vermessungswesen herausgegeben. In Österreich gibt es drei amtliche Maßstäbe. Zwei davon sind gängig, die andere ist die Übersichtskarte. 500.000, also 1 zu 50.000. 1 zu 50.000 ist ein verdammt grober Maßstab aus kartografischer Sicht. Wir haben in Österreich nichts Besseres. Also wir haben schon was Besseres, aber nicht vom Bundesamt selbst bereitgestellt. Was ich online finde, ist diese Version Austrian Map. Da gebe ich also, wenn ich eingebe Gritzendorf, dann schreibt er mal aus, also Gritzendorf liegt in Niederösterreich, Gemeinde, und gehe auf die entsprechende Stelle in der österreichischen Karte 1 zu 50.000. Das ist jetzt die beste Auflösung, die höchste Auflösung, da spiegeln sich die Auflösungen wieder. Wenn ich da also jetzt auf eine kleinere Auflösung gehe, springt auf in dem Fall 250.000, ja, okay, das sollen es 250.000 machen. Das ist die Militärkarten, also das ist, ja, hat wieder eine andere Ursache, war ursprünglich 200.000 und, ja, ist eine reine reprotechnische Vergrößerung einer gedruckten Karte. Es gibt natürlich vom Bundesamt wesentlich bessere Daten, aber die werden nicht zur Verfügung gestellt, beziehungsweise
nur käuflich zur Verfügung gestellt oder... Nichts Open Data. Nichts, nein. Das ist also... Das militärische Gründe. Nein, militärische ist überhaupt kein Thema mehr. Es gibt von der Karten her, von amtlichen Karten her, gar keine militärische Ausgabe mehr. Es gibt nur eine gemeinsame zivile und militärische Ausgabe. Wie weit spielt das Vermessungsamt auch eine Rolle? Das ist das Messungsamt. Das ist das Vermessungsamt. Das ist das Vermessungsamt. Ja, das ist, ja, aber das ist Kataster, das ist ein anderer Bereich. Also ich bin bei der Kartografie. Und die 1 zu 25.000... ist eine Vergrößerung. Das ist eine reine reprotechnische Vergrößerung. Es hat die Wanderkarten, ne? Das ist für die ohne Brünn gehen wollen. Ja. Ich brauche es auch schon. Gut. Ich möchte jetzt also vorstellen, Swiss Topo ist das Schweizer amtliche Pendant dazu. Möchte euch sagen, einfach was auch sonst noch geht oder gehen könnte. Und zwar habe ich das jetzt Crowdsourcing genannt. Die Schweizer bieten also eine Vielzahl von Möglichkeiten an. Dieses Crowdsourcing ist einfach... Nein, das will ich nicht. Da. Ist eine Möglichkeit, wie der normale Kartennutzer Fehler bekannt geben kann, die in der amtlichen Karte auftreten. Bei den Schweizern geht also da entsprechend ein Feld auf, im Hintergrund die Karte der Schweiz. Und ich kann also da jetzt... Da wir irgendwo hineinzoomen, ist ja ganz egal, wo wir sind. Bitte? Ich hätte fast ein Pistol. Kann ich eingeben, aber komme nirgends hin. Okay. Pirstli. Ja. Dann machen wir nochmal dazu. Jetzt haben wir also in einem Maßstab 1 zu, was ist das? 1 zu, das ist, dürfte noch 1 zu 50.000 sein. Wie sind wir da? 200, 1 zu. Die Schweizer gingen auf jeden Fall herunter bis 1 zu 5.000, beziehungsweise 1 zu 10.000. Das heißt, da erkennt man dann schon die Türklinke auf der, am Eingang direkt. Wie ist das? Vergrößert oder was sagst du? Nein, das ist der macht den Sprung. Der macht den Sprung. Also wenn ich da jetzt, wo sind wir? Also ich bin jetzt auf der dargestellten Karte. Da siehst du jeden Busch und jeden Baum auf der Wiese. Nach weiteren Karten zoomen. Okay, das macht er. Ja, also der ist... Ja, okay, jetzt bin ich auf 1 zu 5, 10.000. 1 zu 10.000. Und da, also das sind, die Gebäude sind lagerrichtig eingezeichnet, die Höhenlinien, da sind die Streubebauung, also Baumgruppen eingezeichnet. Und wenn ich da jetzt einen Fehler finde, dann habe ich die Möglichkeit... Ja, ich wohne ja da. Bitte, den Schupfen gibt es ja schon lange nicht mehr. Der gehört weg. Also den darf man da markieren. Wo habe ich denn das Feld jetzt? Habe ich jetzt geschlossen, habe ich das versehentlich jetzt. Teilen, drucken, zeichnen, messen auf der Karte, Werte der Werkzeuge. Nein, das will ich nicht. Objektinformation hast du unten stehen, was ist das? Wo meinst du? Ja, wo das Menü offen war vorher. Bei erweiterte Werkzeuge steht ganz unten Objektinformation. Sagst du das? Nein. Sag's auch da unten. Da muss ich was anklicken und dann beschreibt er mir das. Ja, sicher. Bitte? Ja, das ist ein Tunnel, ja. So lang? Eine Straßen- oder eine Eisenbahn-Tunnel? Also, das... Keine Ahnung. Ja, fangen wir nochmal von vorne an. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wo sind wir da? Machen wir das zu. So. Ändern und melden. Und... Da habe ich jetzt also dann die Möglichkeit, wenn ich entsprechend drinnen bin, müssen wir wieder diesen Sachsen, ja, okay. Ist egal, ich gehe jetzt nicht weiter rein. Ich kann ein Symbol setzen, zum Beispiel, ja, also diesen Schupfen, da gibt es nicht mehr. Schreibt da einen Text dazu, beschreibt es und schickt es ab.
Schreib hier diesen Schupfen, gibt es nicht mehr, was die Schweizer mit dem, mit der Information. Ich bin nicht eingeladen. Schüpfli muss ich da schreiben oder sowas, ja? Schüpfli, ja. Ich kann. Also, Schuiner, Scheune. Texte hineinschreiben. Also ich kann zum Beispiel diese Flur da, diesen Namen, einen Text dazu schreiben. Um zu zeigen, also dieser Teil heißt so, ich kann Linien ergänzen, um Wege zu festzuschreiben und ähnliches. Und das dann mit Kommentar versehen, und diese E-Mail ist gar nicht notwendig, und die schickt es weg und die nehmen das zur Kenntnis und kontrollieren das natürlich. Die übernehmen das nicht, aber die kontrollieren es. Aber das ist eine Option, dass ich Korrekturen für meine Karte kriege in der Form von einem Crowdsourcing, von, wo ich die Allgemeinheit daran beteilige, ja. Die wirklich also Qualität, da kann ich mir die Kenntnisse, die Ortskenntnisse der Leute holen. Das gibt es bei uns leider nicht. Kann man die Höhenschichtlinie nachkorrigieren? Wahrscheinlich nicht. Also, du kannst es bekannt geben, ob sie es dann korrigieren, weiß ich nicht. Aber na klar, der Hinweis auf einen Steinbruch ist sicher wertvoll, ja. Ja, wenn da ein Mure abgegangen ist, die Höhe gibt es dort nicht mehr. Das ist alles. Ja, das ist unten höher. Dann muss die Linie anders gefühlt. Wenn du auf der Wohnung stehst, hast du kein anderes Problem. Was die Schweizer noch haben, Papierkarten. Da, jetzt muss ich wieder zurückgehen. Habe ich, wenn ich dort einzeichnen gehe, dann kann man der also den Blattschnitt der 1 zu 25.000er einzeigen. Dann gibt es eine Spezialausgabe Wanderkarte 1 zu 25.000er, das sind einige Blätter. Dann haben wir da eine Papierausgabe Wanderkarte. Das ist alles zu ersehen. Das sind aber Papierkarten. Das Ganze gibt es digitale Karten. Landeskarte digital. Und wenn ich mir die anschaue, dann kann ich da also wirklich bis 1 zu 10.000, nehmen wir ein Gebiet, weiß ich nicht, schauen wir ein bisschen mehr, vielleicht sehen wir was von Österreich auch dazu. Schauen wir, das ist am Walensee, das sind wir schon zweit. Sind wir schon in Österreich? Ja. Da müssen sie so. Du hast schon alles verschleiert. Der kommt ja nicht mehr. Der kommt ja nicht mehr auf im Laden. Also in dem Fall ist er sehr beschäftigt, ja. Aber ich habe da wirklich also 1 zu 10.000 drinnen. Und zwar ist das die gedruckte, also das kartografische Modell 1 zu 10.000 muss nicht gedruckt sein, kann ich mir ausdrucken lassen, ich kann eine gedruckte Karte bestellen, aber das ist das Modell, das heißt, ich habe einen Zeichenschlüssel dahinter liegen, der einheitlich ist für 10.000. Das Ganze geht dann also auf 25.000, das ist dann natürlich nochmal einiges gröber. Oder 100.000. 10.000, das entspricht also unter dem Aspekt den Zoom-Stufen, die man bei Google hat oder bei OpenStreetMap oder ähnlich. Gut, ja, das wären also die digitalen Karten. Was gibt es in Österreich? Eigentlich als Pardon. Kommt schon. Also das offizielle Pardon habe ich gezeigt, das ist dieser Ausschnitt von. Und die tun nie mehr bessere Auflösungen machen. Österreich? Ja. Oh, kommt noch. Aber es ist in dem Sinne nicht über das Bundesamt oder amtliche Karten zugänglich, sondern über Geoportal. Und was ich jetzt noch zeigen möchte, ist Zeitreise. Ich hoffe, das ist lang genug. Also, die Schweizer haben dargestellte Karte, die schalten alle aus. Das ist alles ausgeschaltet. Bitte, wo ist der Schwächert? Und der Schweiz? Wenn ich da jetzt auf, wo habe ich denn? Zeitreise-Kartenwerke, und wenn ich da jetzt auf diese Uhr gehe, dann habe ich da einen Zeitbalken, den ich starten kann, und also in der Zeit hat es nichts gegeben, da habe ich den ersten Strich, 1864, 65, wenn ich das jetzt stoppe, dann lädt er mir
die Karte aus dieser Zeit also darunter. Georeferenziert. Ich habe dann also da im nächsten, 1895, ich habe jetzt im Untergrund die aktuelle. Also, und wenn man eine entsprechende Rechnerleistung hat, die mein Rechner nicht hat, dann läuft das wirklich in einem Zeitlauf ab. Gut, das ist Zeitreise. In Österreich sicher nicht. Das gibt es nicht. Google hat die Zeitreise. Kommt auch noch. Google Earth hat nicht die. Ja, aber auf Satellitenbilder beschränkt und nicht auf Karten. Ja, und da ist eben der Zeitausschnitt der andere. Gut, was man noch sieht, das sind die Bildflüge, die Luftbilder von Swisstop, also schwarz-weiße und farbige Luftbilder mit dem Aufnahmedatum. Und wenn ich da jetzt dann hineinzoome, dann habe ich, wenn ich es erwarten kann, entsprechend die Angabe zum Luftbild und die Abdeckung dazu. Also ich kann mal das Luftbild bestellen und bei dem nicht, aber es gibt eine Einstellung, da kann ich mir sogar anschauen. Die Satelliten, also die Luftbilder, die Befliegungen, die gemacht werden, sind für die Vermessung. Ich kann mir also für bestimmte Gebiete die Luftbilder für bestimmte Jahre zusammensuchen. 2002, 2004 und was da drunter ist, weiß ich jetzt noch nicht. Also ist eine ganz eine tolle Sache. Wir sind halt ein bisschen weiter als wie die Schweiz, aber es kommt auch. Was es in Österreich dazu gibt, zuerst möchte ich noch zum Thema Maßstab zurückkommen. Wir haben also jetzt gesehen einige Maßstäbe. Österreich, das sind zwei amtliche Karten von Österreich, die 200.000er, 50.000er, der Maßstab. Wenn ihr die Kartenausschnitte anschaut, ist es dasselbe Ausschnitt gleich groß. Ich habe unten die Maßstabsleiste, ein halber Kilometer ist auf beiden gleich groß. Das heißt, ich habe einen kartografischen Maßstab. Der kartografische Maßstab sagt mir etwas aus über den Inhalt der Karte. Was kann ich in 1 zu 50.000, in 1 zu 200.000, in 1 zu 500.000 von der Karte erwarten? Ach so. Also, wenn ich eine Karte habe im Maßstab 1 zu 50.000, heißt das nicht, dass das jetzt 50.000 ist, sondern das entspricht dem kartografischen Inhalt. Das entspricht dem kartografischen Inhalt 1 zu 200.000. Und das, was ihr da seht, ist weder 1 zu 50.000 noch 1 zu 200.000, sondern das ist der Präsentationsmaßstab. Wenn ich jetzt mit dem Projektor einen Meter zurückgehe, ändert sich der Maßstab wieder. Ah ja. Deswegen, auf derartigen Publikationen, also wenn bei einer Präsentation ein Maßstab angegeben wird, nur die Leiste. Anhand der Leiste kann ich die Distanzen schätzen, also das sind 2 Kilometer. Wenn ich eine Maßstabszahl oben habe, in dem Fall also diese ÖK, österreichische Karte für 1 zu 50.000, dieses 50 steht für 50.000, dann stimmt dieses 50.000 nicht und dann stimmt dieses 200.000 nicht. Also im Prinzip haben wir drei verschiedene Maßstäbe. Wir haben den Maßstab der kartografischen Aufbereitung, wir haben den Maßstab, wie das gedruckte oder das Werk vor uns liegt, am Bildschirm. Ich habe dann einen anderen Maßstab am Bildschirm. Alles gut. Als ihr und ihr. Und dann gibt es einen Präsentationsmaßstab. Das nur zur Orientierung. Also Maßstab ist nicht Maßstab. Und auf einem gedruckten Werk würde ich immer einen zahlmäßigen Maßstab angeben, weil als Kartograf habe ich eine Vorstellung, was ich in 50.000 erwarten kann und was ich in 100.000 erwarten kann. Wenn man eine gewisse Übung hat und weiß, eine Straßenkarte hat 200.000 und wenn da 200.000 drinsteht, dann weiß ich, das kann ich als Straßenkarten verwenden. Aber als Wanderkarte schon nicht mehr. Gut, jetzt kommen wir zum österreichischen Teil. Österreich ist föderal strukturiert. Es gibt Geoportale, jedes Bundesland hat sein eigenes Geoportal, jedes Bundesland hat seine eigenen Strukturen dahinter, seine eigenen Daten, seine eigenen Inhalte, seine eigenen Werte. Und trotzdem gibt es auch was Gemeinsames. Trotzdem,
Wahnsinn. Ja, war nicht einfach, hat Jahre gedauert, aber es gibt was Einfaches. Das heißt Basemap. Basemap ist eine Österreichskarte. Und zwar, jetzt bin ich erst auf der Seite, ich habe den Link erst angelegt. Ich möchte gleich die Karte zeigen. Basemap ist eine Karte, die also Open Source ist. Und nicht Open Source, sondern Open Government, also die frei zugänglich ist und die im Rasterformat für jedermann heruntergeladen werden kann, mit den Inhalten, mit den Themen, die also in der Karte vorhanden sind. Es gibt 5 verschiedene Versionen, ich werde kurz durchklicken, wann die Karte kommt, also, und da kommen wir auch runter auf einen Maßstab, also inhaltlich aber ein Maßstab von 1 zu 5.000, 1 zu 2.500. Also das ist sehr wohl eine Struktur, die sehr gut machbar ist. Nur momentan tut es da nicht so recht. Morgen nicht so recht. Warum mag er nicht? Jetzt haben wir Basemap, oder? Ich habe zur Karte. Dann machen wir die mit einer anderen Fest. Habe ich die schon? Das mit dem Maßstab habe ich nicht ganz verstanden. Habe ich nicht davon ausgewiesen, ist da 25.000 der Korbstab, das 1 cm 200 Fußmeter ist. Am Bildschirm nicht. Am Bildschirm nicht. Am Bildschirm nicht. In der Karte schon, auf dem Papier schon. Am Papier. Immer auf die Wand. Okay, ja. Ja. Okay. Weil wenn ich zoome, bleibt es 25.000, aber der Mond muss den Ball übernehmen und die Aufhänger. Warum das jetzt nicht geht, weiß ich nicht. Ja, weil der Balken kann unten so klein sein. Machen wir es anders? Je nachdem, wie weit weg ich bin, im Projekt. Gut, diese Basemap gibt es in 5 Varianten. Also Standard, grau als Overlay, das heißt, wenn ich Luftbilder habe und ich möchte also etwas drüberlegen, Beschriftung drüberlegen, Straßen drüberlegen, dann gibt es dieses Overlay. Dann gibt es eine bessere Auflösung und als Ortofoto. Was ist ein Ortofoto? Also ein Satellitenbild, das entzerrt ist und mit kartografischen Elementen, in dem Fall also wahrscheinlich mit Beschriftung versehen ist. Das wäre schon was für mich, Rolado. Ja, also das wäre diese Basemap Austria. Und habe ich das richtig verstanden? Dieses Material kann ich urheberrechtlich unproblematisch auf meine Homepage stellen. Creative Commons, ja. Unter Erwähnung des Urhebers ist das kein Problem. Und es gibt sogar so, also jetzt bin ich auf der, wenn ich da zurückgehe jetzt, aber ja. Na, bleiben wir auf der Seite, lassen wir das so und ich mache es nochmal auf. Und es gibt sogar eine sehr gute Anweisung. Und das, hoppla, machen wir da nochmal auf und dann gehen wir da, dann kann ich inzwischen laden und ich kann da was herzeigen. Unheimlich gute Anleitung, wie ich diese Karte herunterladen kann, bearbeiten kann. Also wir sagen, okay, jetzt sind wir im Bereich Kitzbühel, ist auch nicht schlecht. Das sind die Varianten, die es gibt. Da ist das Projekt beschrieben, das sind die Partner, okay. Das ist die Datengrundlage und die Datengrundlage kommt vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Nur hat das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen die Auflage, soweit ich das in Erinnerung habe, dass sie kostendeckend arbeiten sollen. Das heißt, die können im Prinzip ihre Daten nur verkaufen. Sie dürfen sie nicht bereitstellen, außer sie haben einen speziellen Auftrag. Und in dem Fall gibt es offensichtlich den Auftrag, diese Daten bereitzustellen. Alle anderen, die also Bundesamtsdaten verwenden wollen, zahlen dafür. Und da sind die Schnittstellen aufgeführt. Und die Hilfestellungen, wie, für welches GIS-Programm, für grafisches Informationsprogramm, welche Schritte zum Herunterladen notwendig sind. Ich kriege diese Daten allerdings nicht als Vektoren, sondern nur im Raster. Das heißt, aber in einer Auflösung, die, sollte da schon was geladen haben, da sind wir, geladen haben, also, ja,
in einer Auflösung, die also wirklich auch Schupfen zeigt. Mit Adressen. Also wir sind da in einem Bereich, der wirklich sehr, sehr genau ist. Was ich vermisse, ist die eingeblendete Maßstabsleiste. Das ist die Eisenbahn. Das ist Eisenbahn. Das sind die Hausnummern, das ist die Beschreibung. Also wir sind da in einem Bereich drinnen, der ohne weiteres mithalten kann. Und das ist frei zugänglich als Rasterdaten. Ich kann also, das ist in Kacheln geteilt, in Kacheln, und ich kann entsprechend dem Bedarf, was ich brauche, diese Kacheln herunterladen und für mein kartografisches Produkt verwenden. Das heißt, du bist dauernd Kunde bei denen? Nein. Nicht? In dem Fall ist es georeferenziert gemacht worden. Das heißt, ich habe es absolut mit Raumlagebezug und die Arbeit kann man georeferenziert. Das ist also, meine Kartenentwürfe sind Grafik, die in einem Atlas drinnen ist. Die Karten sind aber nicht im Raum, im Erdraum verankert ist. Also wäre aber in dem Fall kein Problem. Das ist ja der große Vorteil bei diesen. Also das ist, muss ich sagen, ein Schritt, den sich Österreich geleistet hat, wo ich mich selber gewundert habe, dass das also auf dieser Basis funktioniert. Wenn ich da entsprechend draufklicke, komme ich zum entsprechenden Bundesländer-GIS, Geografisches Informationssystem, Geoportal. Das Inspire ist die europäische Ebene dazu. Also es gibt also auf europäischer Ebene eine Vorschrift, wie was an raumbezogenen Daten von staatlicher Stelle her zu erfassen ist, beziehungsweise was vorhanden ist, ist auch nach bestimmten Vorgaben Open Source, Open Data bereitzustellen. Und wie kriege ich sofort jetzt in den Garmin rein? In Garmin? Steht da drinnen in der Anleitung. Wo bin ich? Okay, da bin ich. Da muss man schauen. Ist sicher Garmin auch dabei, dass man das runterladen kann. Ich habe es nicht probiert, ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Also das ist mir insofern zu komplex, weil jedes System einen anderen Zugang hat. Was für Notwendigkeit gibt es eigentlich überhaupt heute noch, solche Sachen zu verwenden, was die ganzen Karten im Google schon gibt, im Prinzip super gut. Also das hat einen wesentlichen genaueren Charakter, beziehungsweise das, was in Google drinnen ist, basiert auf solchen Karten. Teilweise kauft also Google diese Daten tatsächlich zu, um präzise diese Information bereitstellen zu können. Die haben also qualitätsmäßig einen besseren Charakter als diese Google-Daten. Google-Daten sind in dem Fall Sekundärdaten, wenn nicht Tertiärdaten. Aber wenn ich davon ausgehe, ich spuck die Welt jetzt irgendwo aus, ich habe mein Handy mit und dann wurden GSM empfangen oder die Base empfangen, kann ich mich mit den Google-Daten durchaus zurechtfinden. Ja. Ja. Also in Nordkorea komplizierter. Okay, aber da, wo ich die Welt meistens ausspuckt, da gibt es irgendwo eine Autobahn oder eine Straße. Ja. Gibt er recht, auf Corfu wird es funktioniert. Es gibt bei Google ein Quiz, wo man sich, ich weiß jetzt, den Link habe ich nicht da jetzt, aber es gibt ein Quiz, wo man sich Google zufallsmäßig aussetzen lassen kann auf irgendeiner Google-Karte, Satellitenbild, in Street View. Und dann so lange dort herumspazieren kann, bis man weiß, wo man ist. Cool. Das ist also eine nette Sache. Trockentraining sozusagen. Man, ja. Also, wenn man auf einer Straße ausgeht, geht man halt so lange, bis man bei einem Verkehrszeichen ist oder einem Wegweiser. Und dann tastet man sich heran. Also das ist recht lustig. Gut. Das ist also die Links, der Franz stellt diese Links alle online, das sind Links fürs Internet und mit der Show kann man dann also entsprechend auf die Daten dann zugreifen. Ja, Bundesländer GIS, ich habe jetzt einmal Tirol und da sind wir in Österreich doch relativ weit in manchen Bereichen, aber noch nicht in allen, und das möchte ich jetzt also zeigen, wo haben wir diesen Geodaten. Die weißen Gebiete und Inspire, Open Source Data, Tirol. Die Metadaten will ich nicht.
Datenkatalog. Wo ist der Verkehr, Technik, Umwelt, Raum? Nein, ich suche Raumplanung, Raumordnung. Da haben wir, ja, probieren wir es da, ja. Ja. Elektronische Karte Tirol. Also jetzt bin ich bereit. Ja. Machen wir es anders. Das machen wir zu. Da gehen wir her. Weil Sie vorher gesagt haben, mit A nach B, ja. Von A nach B die Basemap als Grundlage, oder was hat der für Karten als Grundlage? A nach B hat die verschiedensten Karten als Grundlage. Die greifen auf die Bundesländerkarten zurück, auf die Bundesländer-Geoinformationssysteme. Und die sind etwas genauer als das. Als der Google sowieso. Aber im Wesentlichen geht es bei diesen Daten dann um die Zusatzinformationen. Verkehrspläne, Streckennetze und ähnliches. Oder auch Barrierefreiheit. Also, das gibt es im Wiener Versuch mit Barrierefreiheit, wo man also dann in der Karte in der Suchfunktion eingeben kann, das soll barrierefrei sein. Ich wollte jetzt eigentlich einen Flächenwidmungsplan. Wo haben wir? Gehen wir auf Themen. Also hat jedes Bundesland auch noch einen Flächenwidmungsplan auch dabei? Ja. Flächenwidmung ist eine Ländersache, ja. Und damit also. Bauen und Wohnen. Ja. Ich bin da auf der falschen Ebene. Gut. Also auf jeden Fall, Flächenwidmungspläne gibt es grundsätzlich fast flächendeckend für Österreich, aber ich wollte jetzt zeigen, also Beispiel Rum bei Innsbruck hat einen Flächenwidmungsplan, wo ich also anklicken kann, jede Parzelle, und ich habe die Fläche. Detailliertere Informationen müssen dann aus dem Grundbuch geholt werden, und das Grundbuch ist also kostenpflichtig, da muss ich über einen Tag gehen, beziehungsweise Innsbruck hat das noch nicht online. Da war ein großer grauer Fleck gewesen. Niederösterreich hat oder hat nicht? Niederösterreich hat. Das Problem bei diesen Flächenwidmungsplänen ist, sie stehen zwar online, aber sie sind rechtlich nicht verbindlich. Weil die halbjährlich, jährlich, ja, monatlich, hängt davon ab, aktualisiert werden, und damit kann es also Änderungen geben, die nicht in dem geografischen Informationssystem des Landes schon drinnen sind und damit nicht rechtsverbindlich ist. Das heißt, ich muss letztendlich, wenn ich wirklich eine rechtsverbindliche Auskunft will, mich an den Notar wenden oder ans Grundbuch direkt. Ja, was aber in Niederösterreich drin ist, sind Grundstücksgrenzen. Ja, die Parzellengrenzen sind drinnen, ja. Aber sie sind auch nicht, wie gesagt, nicht rechtsverbindlich. Wenn eine Vermessung ist, wenn es vom Grundkataster in den Grenzkataster reinkommt, das kann sich ändern. Und damit. Ja, also ich kann mit einem Auszug aus dem geografischen Informationssystem von einem Land nicht vor Gericht stichfest halten. Ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Grundstücksgrenzen insgesamt am ganzen Screen ein bisschen versetzt sind in eine Richtung. Das hängt mit der Projektion zusammen, wobei das Problem also nicht das Grundbuch ist, sondern das Problem dann das Luftbild ist, was als Grundlage ist. Weil die also anders entzerrt werden. Gut, ich möchte aber jetzt wieder zu meinen. Karten herunterladen. Wenn jemand Karten braucht, gibt es genug im Internet. Geoland habe ich gezeigt, also da gibt es einen Downloader und Beschreibungen dazu. Wer also für ein entsprechendes Programm, GPS, Garmin oder für GIS oder für ArcGIS oder QGIS oder was es an immer Programmen gibt, herunterladen will, Geoland für Österreich, ist dort nachzulesen. Allerdings beschränkt, hört mit der Staatsgrenze auf, das kann ein großes Problem sein. Google Maps habe ich selbst wenig Erfahrung, was ich verwende, aber das sind im Prinzip so Screenshots mit Feineinstellung. Ich habe da ein Programm
das ich verwende. In dem Fall also bin ich jetzt in Trieben in der Steiermark, Gemeindehof 4, das findet man das Google. Ich habe weitere, ja, ich habe da die Einstellung, ich kann also in dem Fall auf Fenstergröße laden, ich kann den Zoom-Faktor einstellen, ich kann einstellen, ob ich die Karte will, das Satellitenbild, die Hybriddarstellung, also Karte mit Satellitenbild, Karte mit, in dem Fall ist das die Hybriddarstellung, oder Geländedarstellung, oder ich kann über Koordinaten eingeben. Wenn ich da jetzt ändere, also auf Karte und auf Google, dann kriege ich in dem Fall den üblichen Fehler. Die Google, ja, der kommt immer, dann kommt aber die Google-Karte. Und sobald die geladen ist, stelle mir da ein, in welcher Form ich sie herunterladen will. Da habe ich also PNG-Format, JPEG-Format, Bitmap und DAGA und nach der Qualität und kann dann entsprechend diese Karte herunterladen. Nur so wie es am Bildschirm ist oder auch drüber? Ich kann über Koordinaten, ja, also ich habe dann da die Möglichkeit, die Auflösung zu bestimmen, ein Pixel und da den Zoom-Faktor und damit bestimme ich die Größe des Formates. Nur kommen dann also teilweise gewaltige Datenmengen zusammen. OpenStreetMap, jeder kennt Wikipedia. OpenStreetMap ist das Pendant zu Wikipedia aus kartografischer Sicht. Es kann sich jeder anmelden, Daten eingeben, zeichnen, Ergänzungen durchführen, Kommentare dazu schreiben, bewerten, ähnliches, lebt offensichtlich länger. Ja, ich habe in dem Fall Noto Joito eingegeben. Na, Goito heißt es. Das G wird hart gesprochen in dem Fall. Ja. Liegt in Italien, deswegen, da herunten ist Mantua. Da haben wir wieder so ein Beispiel, also in dem Fall ist italienisch beschriftet, obwohl es eigentlich von deutscher Sicht aus mit Mantua der gängige Name ist, aber gut, ist in dem Fall die richtige, meiner Meinung nach die richtige Variante, weil es eben ein internationales Programm ist. Ich habe den Ausschnitt deswegen gewählt, weil da habe ich wirklich einmal OpenStreetMap-Daten heruntergeladen, die sind Creative Commons, ich kann diese Daten herunterladen, in verschiedener Form, durch Export. Export heißt, ich gebe meine Eckkoordinaten ein und exportiere das dann. Das Problem dabei ist, ich kriege ein relativ exotisches Format, OSM, das ich mit Osmosis bearbeiten. Osmosis ist das Bearbeitungsprogramm von OpenStreetMap. Es gibt allerdings, und das zeigt auch gleich, wo das Problem liegt, Konvertierungsprogramme, die dieses OSM-Daten, diese OSM-Daten in gängige Grafikformate umwandeln, Vektorformate und Rasterformate umwandeln und umgekehrt auch. Ich habe also da das entsprechende Format, Import-Export von OpenStreetMap-Daten, und eventuell eine Beschreibung dazu. Das muss ich mir dann runterladen, das entsprechende Programm. Die andere Variante ist, dass ich also hier auf Teilen gehe und in Teilen, den da mal wegklicken da, kann ich den Ausschnitt, den ich habe, also über Link verschicken. Ich habe hier eine URL mit Koordinaten, das heißt, das sind die Koordinaten, nördliche Breite, östliche Länge und der Zoom-Faktor. Oder ich kann einen Ausschnitt festlegen. Und den ist, der macht einen Screenshot sozusagen. Der macht einen Screenshot, macht ein bisschen mehr als einen Screenshot, denn ich kann auch das Datenformat wählen. Ich habe also vier Formate, zwei Vektorformate
und das ist recht hilfreich. Und oder ich kann dann da also den gewünschten Maßstab eingeben. Kann das Bild dann herunterladen, das habe ich für diesen Ausschnitt gemacht. Und ich habe es als PDF heruntergeladen und dieses PDF dann bearbeitet. Mit Acrobat oder mit was? Ich arbeite mit CorelDRAW. Ah, und das kann PDF? Das es ist, CorelDRAW ist eine super Sache, hat gute Fähigkeiten, es ist nur sehr instabil. Das ist das Problem dabei, da habe ich meine Schwierigkeiten gehabt, aber ansonsten kann man mit CorelDRAW das machen. Diese SVG-Format habe ich nicht importieren können, das PDF ist aufgegangen. Das Problem bei dieser Form der Bearbeitung ist, jetzt müssen die Karten dann aufgehen, also das CorelDRAW aufgehen. Das Problem bei diesen Bearbeitung ist, also heruntergeladen ist letztendlich das sind die Ebenen, mit denen ich in CorelDRAW gearbeitet habe und die Karte. Komm. Das heißt, CorelDRAW hält diese Ebenen auseinander? Nein, das habe ich angelegt. Ach so. Das habe ich angelegt. Okay. Aber was ich jetzt zeigen möchte, ist einfach, der Hintergrund ist die OpenStreetMap-Karte bearbeitet und wenn ich die Karte ausschalte. Na komm. Dann, das sind die Elemente, die ich eingearbeitet habe. Mhm. Im Prinzip also ist es darum um eine Radwegekarte gegangen. Und was da jetzt dazwischen ist das CorelDRAW-Bild, was sich aufbaut. Das ist so langsam momentan. Hoppala. Es ist langsam momentan. Ja, da ist alles drin. Das hängt vom Zoom-Faktor ab, was man jetzt wirklich runterlädt, was runtergeladen wird. Na, wo ist das jetzt? Na, jetzt hat es im Mauf gestellt. Nein. Kommt nachher, ja. Das, ich bin jetzt da, okay. Ah, ja, das ist also. Das wäre dieses Beispiel, diese. Diese Karte, das sind die Ebenen dafür und das sind die Vektoren für diesen Ausschnitt, die aus OpenStreetMap heruntergeladen sind. Das heißt also, ich habe da eine endlos lange Geschichte von Vektoren, die über PDF importiert worden sind. Und wenn ich mir dann so anschaue, also ich habe jetzt willkürlich irgendwas herausgeklickt auf Auswahl, das ist also ein kurzes Straßenelement da. Also die durchgehend Linien wie eine Straße, Bahnlinie, Weg oder was sind auf mehreren Einzelvektoren zusammen? Ja. Nicht auch gemeinsam eine große Vektoren. Bei OpenStreetMap sind es Vektoren. Ja. Nur beim Exportieren ins PDF zerlegt er das. Zerlegt er das. Bei jeder groben Kante. Ja, ja. Und in dem Fall ist er zum Beispiel, das habe ich jetzt eh offen, der Schriftzug da, na, da habe ich jetzt was anderes erwischt, das ist eine Kurve, die liegt drüber. Das heißt, mit irgendeiner Logik das analysieren, das ist praktisch aussichtslos. Ne? Die einzige Möglichkeit, dass man das sinnvoll machen kann, ist also, dass man ähnliche Elemente zusammenfasst. Also es ist gruppiert und ich habe da zum Beispiel lauter Schriftelemente zusammen. Oder das dürfte, wenn ich die vier gemeinsam markiere und dann auf Auswahl gehe, dürfte das ein Schriftzug sein. Ja, das ist diese SP,
17. Das heißt, diese vier Elemente sind dieser Schriftzug. Der konvertiert mir also die Schrift ebenfalls in Vektoren. Ja, kann man es nur als PDF exportieren? Nein, ich habe es gemeint. Man kann es als SVG exportieren oder man kann es eben als Open, im OSM-Format, in OpenStreetMap internen Format exportieren. Und das SVG konntest du nicht importieren? Das kommt, das liegt aber an meiner CorelDRAW-Version. Hast du das mit Inkscape auch schon mal probiert? Ich habe mit Inkscape herumprobiert, ich habe aber nicht bewusst damit gearbeitet. Ich habe nur mal eine Georeferenzierung gemacht mit Cookies habe ich die Georeferenzierung, mit Inkscape habe ich ein bisschen gespielt, aber ich bin mit dem momentan also für das, was ich tun muss, zufrieden. Mhm. Gut. Nein. Ja. Das, was du jetzt als Oberleder drüber geht, das ist jetzt kein Vektor, ne? Das sind Vektoren. Doch. Das sind Vektoren, ja. Also das, naja. Wo habe ich denn das jetzt? Aber das Ganze, nein, da bin ich. Gut. Also die habe ich als solche angelegt. Das wollte ich eigentlich jetzt am Schluss sagen, aber das jetzt kann ich es jetzt gleich sagen. Zuletzt verwendet. Das alles lebt und alles geändert wird, ohne Augenblick. So, ja, das ist also in dem Sinn, das ist die Karten, die ich bearbeitet habe. Wenn ich die Grundkarte, die Hintergrundkarten ausschalte, sind das die Ebenen, die einzelnen. Und wenn ich da jetzt die Radroute freischalte, dann habe ich da zum Beispiel diese strichlierte Radroute. Das sind die einzelnen Vektoren und Kurven. Das sind Vektoren und Kurven, die ich mit CorelDRAW gezeichnet habe. Oder da ist eine Schrift, da ist der Schrift, also nicht freigeschalten. Der Schriftzug oder da der Rahmen fürs Anschlussblatt, das ist dann also auf diese Rasterkarte drüber gelegt. Aha. Ist das eigentlich dasselbe, wenn ich eine Route dann in Maps war oder so? Eine Route in? Maps war es. Kennen, sagt man nichts. Dann kann man auf die Karten kann man den Radio quasi einzeichnen und es geht dann noch. Das klingt so ähnlich. Also diese ganzen Grafikprogramme, das sind, die haben im Hintergrund, diese Kartenprogramme im Hintergrund Rasterbilder und auf diese Rasterbilder, was ich dann draufzeichne, das sind Vektoren hauptsächlich. Und das wird aber dann meistens beim Abspeichern, wenn man es exportiert, wenn man es drucken will, wird es eine Pixelgrafik, wird es gerastert und liegt als eine Karte, als ein Element da. Gut. Das war das. Ja, dann wollte ich jetzt auf GeoHack eingehen, also Wikipedia hat. Das habe ich. Das machen wir da mal ein Fenster zu. Was brauche ich noch? Das kann man zu machen. Das kann man zu machen. Gut. Wikipedia hat sich als unter anderem auch als Ziel gesetzt, geografische Objekte, die räumlich irgendwo im Ort sind, auch koordinativ zu verorten. Dazu gibt es also diese Georeferenzierung. Ich habe also bei Wikipedia herum Koordinaten, entweder da rechts oben eingeblendet oder da herunten. Und wenn ich da draufklicke, dann geht diese GeoHack-Seite auf und diese GeoHack-Seite bietet mir verschiedene Möglichkeiten, wo, in welchem System, auf welcher Grundlage ich mir das Objekt anschauen kann. In dem Fall ist es OpenStreetMap da in diesem Ausschnitt drinnen. Ich kann also durchgehen von OpenStreetMap über Google, Bing, das her, bis zu verschiedensten Sachen. Also da zum Beispiel, das klingt recht klar, sowjetische Generalstabskarte ist in dem Fall nicht sinnvoll, weil sie also den Teil, wo Gritzendorf liegt, nicht abdeckt. Kompass oder Falk sind Privatanbieter,
die also ihre Wanderkarten in dem Fall platziert haben. Im das heißt, dass das Anzeigen von diesen Karten dann groß? Nein. Nein. Also wenn ich zum Beispiel, interessant ist diese Kartenseite zum Beispiel Map Compare von Geofabrik. Geofabrik ist Unternehmen, das die OpenStreetMap-Daten aufbereitet zur Verfügung stellt. Und bei dieser Geofabrik habe ich dann die Möglichkeit, in dem Fall also bin ich wieder in Gritzendorf, kann verkleinern und habe die Möglichkeit, verschiedene Darstellungsformen gegenüberzustellen. Aha. Du hast ja einen Cursor in jedem Bügel geführt. Der zeigt, wo du bist, ja. Und zwar in allen Elementen. Also ich habe da herunten, das ist die OpenStreetMap-Karten, das ist, das ist die Google-Karten und das ist Satellitenbild von Google. Und das ist ja Wikipedia, ne? Das haben wir jetzt da, oder? Wir waren auf Wikipedia und wir sind jetzt auf Geofabrik. Geofabrik. Und zwar ist dieses von Wikipedia, klicke ich auf den Artikel, auf die Koordinaten und dann geht dieses Fenster auf. Da sind die Koordinaten drinnen, in dem Fall also Gritzendorf, und da suche ich mir aus, ob ich es in Google Maps sehen will, ob ich es in OpenStreetMap sehen will, auf Satellitenbild, da auf Apple-Form oder in dem Fall habe ich auf Map Compare geklickt. Also da kann ich also diese Karten vergleichen. Ja, ja, ganz anders. Es sind unterschiedliche Karten und man kann sich dann entsprechend aussuchen. Ja. An Betracht der Zeit. Wenn wir das ein bisschen beschleunigen, das wäre also Geohack, da kann man sich verschiedene aussuchen. Dann ein paar Alltagstools, was man als unter geografischen Aspekten gebrauchen kann. GeoNames ist Suchfunktion für geografische Namen, einer der umfangreichsten, die es gibt, und zwar weltweit. Wenn ich, also Adresse ist in dem Fall nicht relevant, aber wenn ich einen Ort suche, der irgendwo, was Gott wo auf der Welt vorkommt, ich möchte wissen, wo das ist, das habe ich in den Nachrichten gehört oder das hat mir der Nachbar vom Urlaub erzählt, ich möchte wissen, wo das ist, dann finde ich den hier. Aber die Scheibe, also muss ich dann zumindest annähern, irgendwo wissen. Ja, ja. Also wenn ich dann Mailand einschreibe oder muss ich Milano schreiben? Bleiben wir bei Mailand. Gritzendorf. Nein, Gritzendorf ist in dem Fall kein gutes Beispiel. Aber gehen wir zu Stockerau. Stockerau ist an sich ein völlig banaler Name. Ich hab jetzt einen Stockerau ausgesucht. Der zeigt mir das in der Karten. In dem Fall also habe ich jetzt ein Satellitenbild. Und in dem Ausschnitt sind 5 Einträge drinnen und der erste ist also die Siedlung Stockerau. Okay, und was er jetzt macht, er hat da etliche Funktionen. Ich kann das bearbeiten, ich kann mir die Baumstruktur, die Namensgeschichte anschauen, wie das erfasst worden ist, das ist alles uninteressant letztendlich. Was interessant ist, sind diese alternativen Namenformen. Ich habe da für Stockerau die Schreibung und die Namenformen in verschiedensten Sprachen und Schriften. Das ist in dem Sinne nicht so interessant, weil es einfach kyrillischriftig ist, es ist einfach umgeschriftet. Aber was interessant ist, aber das ist da nicht drinnen, Stockerau hat zum Beispiel einen tschechischen Namen. Stockerau heißt auf Tschechisch Stokrava. Und das ist mit Austerlitz, da gibt es da für sich einen tschechischen Namen. Ja, Radec Králové. Aber siehst du, wir brauchen gar nicht die Karten. Nein, Grüne Königgrätz, Austerlitz ist... Da siehst du, du kannst nicht blöfen. Nein, Austerlitz ist...
Slavkov Natur. Slavstov Ubrna. Slavkov Ubrna. Schau mal, Slavkov. Gehen wir auf Suchen. Findet er da nicht in den Ausschnitt, wird man auf den ganzen Ausschnitt gehen. Und dann findet er 24 und unter dem 24 werden wir ja das Slavkov Ubrna finden. Nein, das Slavkov. Und da haben wir dann bei den Namenvarianten dabei, da ist Austerlitz. Und da sieht man auch, also das sieht man aus, also dass zum Beispiel im Schwedischen, im Portugiesischen nicht der tschechische Name gebräuchlich ist, sondern nur immer der historische Deutsche. Und in Paris gibt es einen Bahnhof, der heißt Gare Austerlitz. Ja. Ja. Also in dem Fall, wenn man irgendwo was sucht, was Spanisch, Tschechisch, Chinesisch oder was weiß ich, was vorkommt. Chinesisch. Ja. Das Koreanische ist eine eigene Geschichte. Also das ist eigentlich eine Buchstabenschrift, die aber die Buchstaben zu Silben zusammensetzt und diese Silben dann in einer Form ausspricht. Ja. Gut. Wer das erfunden? Hangeul hat der geheißen. Hangeul. Das im 14. Jahrhundert, das ist wirklich, also Koreanisch hat Chinesisch verwendet, nicht zum Schreiben, sondern in der Sprache, und dann, wie es verschriftlicht worden ist, haben sie versucht, also diese koreanischen typischen Sachen hineinzubringen. Damit hat dieser König einen Schriftgelehrten beauftragt und die haben miteinander dieses Koreanisch entwickelt. Was man nicht alles weiß, wenn man kartografisch ist. Ja, ja. Volkshochschule Grinzendorf. Okay. Nein, das ist. Gut, bleiben wir wieder zu. Gehen wir bleiben zu Hause. A nach B. Machen wir das zu. Das ist interessant. Routenplaner für Österreich mit also unheimlich viele Funktionen. Ich kann also ihn einstellen einmal in der Karte, was ich sehen will. In dem Fall, was habe ich da stehen? Irgendwas habe ich da eingestellt. Ja, Carsharing. Das heißt, Zipcar bietet die Standorte an, für wo also Zipcars stehen. Die kann ich mir einblenden lassen. Car2Go ist nicht dabei, also das funktioniert noch nicht. Aber ich kann mir dazu also anschauen, wo sind in Wien Fernsehkameras, also in Österreich überhaupt nicht nur Wien. Fernsehkameras platziert. Da. Ja, Prag. So, wo gibt's? Ja, der freut sich eh. Aber gut. Ja, ich kann mir die Verkehrslage anschauen. Ich schalte das wieder aus, weil sonst bei dem Ausschnitt wird das alles. Ja. Und zwar die aktuelle. Oder was ist in einer halben Stunde zu erwarten? Ein Stau auf der Simmeringer Hauptstraße. Nein, wir brauchen eine Stunde mindestens. Okay. Ja, also das kann ich in dem Fall einschalten, zuschalten, ausschalten. U-Bahn-Linien, was weiß ich was. Die Prognose. Das weiß ich nicht. Ja, also das sind sicher Algorithmen, die da hinten sind, die auf irgendwelche Hände bewegen wollen und auf Durchschnittswerte, die also Jahres auf Tageswerten beruhen. Ja. Gut. Das ist also eine Variante, ich kann mir das einstellen, was ich alles sehen will. Das ist in dem Ausschnitt also eine blöde Sache, aber ich kann da runter bis auf Straßenniveau gehen. Und ich kann mir jetzt anschauen, wie ist er da von Simmering. Simmering, Wien, Simmering, U-Bahn-Station, das klingt ganz gut, nach Grinzendorf kommen. Das ist auch eine U-Bahn-Station. Das ist eine Wölferreise. Über Kampfstadt. Das ist ein Radweg und für uns an der Heiligenstadt. Das sind wir dann am Bus. Ja, also der schreibt mir da aus, ich brauche eine Stunde, nicht ganz, 51 Minuten, kostet mit 3,90 Euro.
Das ist öffentlicher Verkehr. Das ist öffentlicher Verkehr. Bietet man da gleich Varianten an, also die Fahrpläne dazu, um 21.08 Uhr, das geht sich nicht mehr aus. Gut. Fahren wir halt um 22 Uhr. Mit Radl brauche ich 1,5 Stunden. Schlägt er mir eine Route vor? Zu Fuß? Mache ich heute nicht mehr, das sind 4 Stunden. Das ist immer zu viel. Aber ich habe auch die Option mit dem Auto. Wobei er mir da jetzt eine Information reinschreibt. Was heißt das? Routenbeschreibung? Da gibt es irgendwo eine Wegbeschreibung. Und wo haben wir? Das ist. Kritzen. Ja. Ja. Flugverbindungen gibt es da auch. Ja, und also mit Auto brauche ich 38 Minuten. Aber was ist das sonderbare Zeichen daneben? Da ist ein Baustell. Er schickt mich da über die Tangente und über die Donauuferautobahn, also übers Wasser drüber. Und da ist ein Baustell eingezeichnet. Aber die hat. Die gibt es gar nicht. Die ist ja außerhalb von da. Genau, die ist ja erst später. Möglicherweise besteht Staugefahr, ich weiß es nicht. Die haben also mein Auto vorhin nicht. Und ja, das sind also die Optionen, die man anbietet. Ich habe da die Detailbeschreibung dazu. Und ich kann mich auch entsprechend hineinzoomen, weil ich ja da, oder gehen wir gleich auf A, bei A, da habe ich jetzt das Problem, wo dauert ein bisschen. Also ich bin da jetzt in Simmering. Das ist nur Österreich, ne? Das ist nur Österreich, ja. Nein, er hat, ich glaube, das internationale Schienennetz hat Schienennetz auch. Also Zugverbindung nach München oder sowas, glaube ich, weiß der aus. Aber nicht in der Detailgenauigkeit. Also was Simmeringer Straßenbahnhof, also was der an öffentlichen Verbindungen findet, das ist Gewalt. Ja, das ist derartig viel, dass es verwirrend ist. Ja. Ja. Da nach B, ne? Da nach B, der viel zu gut jetzt am Abend auf der Bus direkt okay. Von Wien nach Nürnberg. Ja. Ja, also ja, nein, nicht nur ich, von Groß-Gerungs finde ich oben nach Spielfeld und der schreibt mir das aus. Aber dauert halt entsprechend, aber auch öffentlich. Ja. Gut, das ist A nach B. Also, wenn es Österreich betrifft, verkehrsmäßig ist das der Arena, ja. Öffentlich auch mit Auto, mit Rad, wirklich gut. Das ist alles aus öffentlichen aktuellen Daten. Das ist aus aktuellen Daten, ja. Und sind sicher Radwege, der fährt oder fährt auch nicht mehr mit? Der fährt Radwege. Der hat Rad, man kann ihm aber eingeben als auch kürzeste Strecke. Aber er. Einsteigen schnell baden. Ja. Also, macht der Radweg, müsst ihr da drin haben, ja. Also die Radwege sind an sich eingezeichnet. Ob ich dann definitiv macht der Radweg eingekommen, das weiß ich nicht. Das habe ich nicht ausprobiert. Bin ich, da sind wir gerade. Die hat die Radwege auch. Ja, aber. Also die Verbindungen. Warte mal. Ich bin jetzt auf Bergfex. Bergfex ist eine Seite, die eigentlich vom Tourismusverband gesponsert wird und ich bin jetzt in Österreich, aber ich will eigentlich Sommer. Und da haben wir Touren, ob er da Radwege drinnen hat. Weiß ich nicht. Regionen. Da kann ich auf jeden Fall nach Bundesländern suchen. Ich bin jetzt in Regionen Österreich, Winter. Bundesland? Niederösterreich, Burgenland? Niederösterreich. Ja, gut. Bist schon. Unterkunft. Und das sind jetzt also Wandertouren, die eintragen sind. Und dann unten auf das Gebiet, wenn es weiter runter geht. Runter, Mitte. Scroll. Ja. Da hast du, welches Gebiet bist. Ja, da kann ich was. Ja, nein, aber ich kann da drinnen in der Karten suchen. Ich klicke da drauf, ich habe da also Wilfersdorf erwischt. Und ich kann mir anschauen, wenn ich die Karte einblende. Genau.
was in Wilfersdorf gibt. Also da Tourismusinformationen, da habe ich in dem Sinn keine Wandertouren. Wenn ich die Wandertouren sehen will, kann ich die Wandertouren einschalten und da habe ich, ja. Da habe ich also eine Wandertour. Mistelbach. Freibad Mistelbach. Bin da in einer blöden Region. Aber was man da sieht, ist die Bergfix-Karte. Und da gibt es also. Nein, das ist die ÖK. Das soll die ÖK sein, aber das funktioniert nicht. Das schaut anders aus. Da habe ich zum Beispiel Wandertouren eingetragen. Da habe ich einen Wanderweg eingetragen und zu diesem Wanderweg, das brauchen wir jetzt nicht, zu diesem Wanderweg dazu in den Leiser Bergen gibt es da herunten dann die entsprechende Beschreibung, wenn ich noch anklicke. Wo ist er? Da zum Beispiel Langenzersdorf, das ist Almbrunn, ja. Und also der Lot noch, der braucht zu lang, Entschuldigung. Ich glaube, in Deutsch die Wanderkarten, die sind nicht defizit, dass ich immer sowas ausdrücken kann. Das kann man da, also bei der Seite ist der Lot zu langsam, es tut mir leid. Aber bei der Seite ist es möglich, dass ich da das Ganze als GPS-Datenausdruck auf meinen GPS-Drucker oder als Karte in der Form, wie es da drauf ist, wenn ich mich da reinzoome. Du kannst dann aber auch mit Wandertouren auf Bergsteigen kommen. Ja. Da habe ich also diese Tour drinnen und den kann ich dann die Tourendaten und da herunten habe ich dann die Möglichkeit als GPS als entsprechende Daten oder die Karte als solche oder die Tour drucken. Die Tour drucken, das habe ich jetzt gemacht. Findet da wahrscheinlich nichts bei mir, weil ich keinen Drucker installiert habe. Oh ja, doch. Und das war dieser Ausschnitt. Bergfix, ja. Und da habe ich also die Beschreibung dabei, wobei da in dem Fall nicht viel Information ist. Höchster Punkt und wie lange es dauert. 10 Kilometer, 2,5 Stunden. Ja. Und das gibt es also österreichweit. Gut, das war Bergfix. Und abschließend möchte ich noch zwei Sachen herzeigen. Das eine ist MapHire. Das ist ein Projekt, das hat sich von den Ungarn und von dem Österreichischen Staatsarchiv gemeinsam gemacht. Das hat die alten historischen Landesaufnahmen Österreichs vektorisiert und georeferenziert. Die josephinische Landesaufnahme, die franziszeische Landesaufnahme, die franzisko-josephinische Landesaufnahme und das mit der heutigen Karte kombiniert. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel auf die josephinische Landesaufnahme gehe und in dem Fall gehen wir Schloss Neugebäude, also Neugebäudestraße ein. Ich kann da Kritzendorf auch eingeben, aber da sieht man. Die Neugebäudestraße in Wien, also das ist da gleich um die Ecken. Wenn ich da aufs Zugen gehe, dann liefert er mir diesen Ausschnitt. In der Auflösung ist das ein bisschen grob, aber ich habe da also. Das ist Simmeringer Straße. MapHire. Ah, ja, wie gesagt, die Links gibt es dann alle. Ja, da ist das Schloss Neugebäude, das ist der Urnenhain, da ist jetzt der Zentralfriedhof. Das weiß ich jetzt, weil ich Folgendes gemacht habe: Ich habe die Optionen eingeschalten, ich habe diese josephinische Landesaufnahme zurückgeschaltet und habe OpenStreetMap im Hintergrund, beziehungsweise jetzt im Vordergrund. Ich kann also das transparent schalten, das ist übereinander georeferenziert. Das ist aber schon sehr geil. Ich kommentiere das nicht, also das ist jetzt, das ist eine Karte, das ist 250 Jahre alt und das ist der Eingang. Das gibt es eben, wie ich gerade gesehen habe, Startseite für die ganze Monarchie. Dasselbe beim franziszeischen Kataster, der ist halt 50 Jahre später erschienen. Jetzt sollte eigentlich
langsam. Ja, kommt schon. Also in dem Fall die Monarchie mit einigen Zusatzgebieten, da haben wir die Walachei noch dabei. Und wenn ich da jetzt also eingebe, also ortsmäßig muss ich die heutigen Namen eingeben, damit er das findet. Und in dem Fall muss ich sagen, ist das ja schon toll, dass er die neue Gebäudestraße, dass er die findet. Hoppala. Jetzt bin ich im franziszischen Kataster und auch da, wenn ich da also... Was ist da der Unterschied? Ungefähr 50 Jahre, 70 Jahre. Der josephinische Kataster ist um 1770 aufgenommen worden, der franziszische Kataster ist zwischen 1806 und 1869 aufgenommen worden und die Landesaufnahme. Ja. Ist nicht der Kataster, ist die Landesaufnahme. Und die Landesaufnahme hat die Karten gemacht im Maßstab 1 zu 25.000 und der Kataster ist was ganz was anderes. Gibt es auch, aber noch nicht flächendeckend. Und die Franzisko-Josephinische, also die sind nach den jeweiligen Kaiser benannt worden, die sie initiiert haben, ist also... Das hat nichts gegeben damals. Nein, aber die vorher waren, die Josephinische, ne? Da hat es nichts gegeben vorher. Da hat es nur Listen gegeben, aber keine Karten. Aber danach, haben sie nur bedingt, weil diese beiden Karten sind beide, die Josephinische und die Franziszische, sind beide nur in zwei Exemplaren hergestellt worden. Das sind aus militärischen Gründen und aus finanztechnischen Gründen hergestellt worden. Das Finanzamt wollte den Zehe, das ist Geld, die Steuern kassieren und das Militärische. Deswegen waren die beide geheim. Und natürlich haben wir auf die zurückgegriffen, aber die Grundlagen waren ganz andere. Also die Josephinische ist überhaupt nur, da ist man vor Ort gegangen und hat einfach vermessen. Bei der Franziszischen hat man eine Grundlagenmessung, nicht wirklich eine Grundlagenmessung gehabt. Da hat man also schon an einem geografischen Koordinatennetz mitgearbeitet. Und die Franzisko-Josephinische, die letzte dann, also die bekannte, die werden Sie wahrscheinlich auch kennen, die Karten, das ist 1 zu 75.000 erschienen, publiziert worden. Das war die Spezialkarte, das zeige ich dann als nächstes her. Aber auch da kann man zum Beispiel also wieder drunter OpenStreetMap entsprechend ausschauen. Und da sieht man also ganz deutlich, also dieser Schlosspark ist der Eichenhain. Urnenhain. Die 70er Karte, das ist ja noch Klaftermaß, ne? Ja, das, also auch die Dinge, die sind geworden, ne? 28.800, ja. Ja, das ja. Sind ja umgerechnet. Ja, ja. Der Meter hat sich erst ab 1860 oder sowas gegeben, ne? Hat es vorher gegeben? Bitte? Ja. Der Kataster ist dann auch eine Basis von Kraft. Der Kataster, ja, aber die Karte nicht. Die Landesaufnahme ist anders gemacht worden. Das ist ein anderes Maß, aber es ist, ja. Ist kein metrisches Maß. Die Landesaufnahme nicht, also die erste und die zweite Landesnahme, die Josephinische und die Franziszische nicht, die sind kein metrisches Maß, aber die dritte Landesaufnahme ist schon im metrischen Maß, ja. Also deswegen gibt es ja diese unrunden Maßstäbe, in dem Fall wurscht, weil sie ja georeferenziert und eingepasst werden hat müssen. Ja, und die letzte. Also die Franzisko-Josephinische, die ist schwarz-weiß, das ist also die Karten. Und wenn ich da jetzt also eingib, neue Gebäude, Straße. Und da bin ich. Ja. Da ist richtig. Da ist die Straßenstruktur also schon deutlich zu erkennen. Das ist die 75.000, also das ist die alte Karten, die also bis 1959, 60 sind die letzten Exemplare dann austauscht worden. Gut. Das ist Mapire. Das zweite ist Old Maps Online. Ist eine tolle Sache. Find a place. Ich quäle euch wieder mit Kritzendorf. Allerdings
ist da der Vorteil dieses Old Maps Online. Ich gebe einen Ort an und das System zeigt mir, welche Karten in teilnehmenden Bibliotheken gescannt gespeichert sind. Das heißt also, ich habe hier eine endlos lange Liste von historischen Karten, auf denen Kritzendorf oben liegt und auf die zugegriffen werden kann. Also wenn man zum Beispiel da anschaut, Umgebungskarte von Wien. Wien Oblast. Ja, das ist in dem Fall ist das, dann habe ich, also da sehe ich da dieses Donauknie, das ist da Wien, das ist eine Karte, das ist die 75.000 außerdem offensichtlich, so wie es ausschaut, in einer tschechischen Ausgabe. Wie praktisch. Ja, weil es eine Brünner Bibliothek ist in dem Fall, oder die Karlsbibliothek ist das sogar von Prag, die da teilnimmt an diesem Projekt. Oder was nehmen wir noch? Wo haben wir noch was? Ja, Karte der Wiener Pforte. Ist ein farbiges Beispiel, sollte vielleicht lädt länger offensichtlich. Na komm. Ja. Und da habe ich, also ich kann mir die Karten anschauen. Ich kann die Karten runterladen. Da. Das ist eine alte Schulhandkarten wahrscheinlich, ja. Und da kann ich mir also reinzoomen, in dem Fall also leider nur in 4 Stufen. Das ist eh so interessant. Aber wenn man da runterzoomt. Ja, und da habe ich dann also auch die Metadaten dazu. Das heißt, da steht dann drinnen, von wem die Karte ist, dieser dann Atlas heraus. Und irgendwo Karte der Wiener Pforte, 1 zu 50.000, Kartografisches Institut. Und darum, irgendwo müsste dann auch die Jahreszahl stehen. Also da hat man dann wirklich also Metainformationen auch dazu, die einiges an Aussagen erlauben. Und ich kann mir dann also wirklich definitiv dann, wenn ich die Zeitstrahl einschränke, kann man dann einschränken, ich hätte gern Karten aus dieser Region, die ja, sagen wir vor 1800 erschienen sind. Das reduziert es natürlich und ich habe dann also diese Auflistung und ich schaue mir das entsprechende Kartenblatt an. 1735. Und ja, use this map. Kann ich mal anschauen. Und ich kann sie dann auch, das ist eine andere Bibliothek offensichtlich jetzt, also die das zur Verfügung stellt. Die sind alle georeferenziert? Die sind georeferenziert. Also diese Karten sind meist über die Blatteckenwerte erfasst. Das heißt, die geben die 4 Koordinaten ein und deswegen habe ich, wenn ich also jetzt Kritzendorf eingib, Blätter von Tulln dabei, die wo also die in dieses Koordinatenviereck hineinfallen. Ja. Aber aufgrund der Genauigkeit eben möglicherweise draußen sind, beziehungsweise ist das nur ein Ausschnitt, der nicht genau das ist, aber das Prinzip, also dass es zur Deckung gebracht wird mit der Anzeige der OpenStreetMap, das ist automatisch. Ja, nur, ja, also das ist automatisch, nur der tatsächliche Ausschnitt, wenn ich das jetzt wegnehme, Wo haben wir denn den Blödsinn? Wo ist denn da die Minustasten da? Wenn ich das Kartenblatt anklicke, dann wird mir das in angezeigt mit diesen 4 Eckwerten. Ob das jetzt tatsächlich genau diese 4 Ecken sind, das hängt davon ab, wie genau diese Karten damals gezeichnet worden ist und welches System der als Grundlage gehabt hat, wie genau der die 4 Eckwerte angegeben hat, gearbeitet hat. Diese Karten sind im Prinzip also trapezförmig eigentlich. Müssen wir das sind also ganz egal, was ich da anzeichne, selbst wenn ich irgendwo habe ich da ein Profil gesehen einmal. Ja.
wenn das eine Perspektive ist, ein Vogelschaubild, was ja von der Perspektive in die Breite geht, und diese vier Eckwerte angegeben, dann zeigt er mir nur die vier Eckwerte an. Also das ist eine grobe Orientierung, aber nicht definitiv. Ich kann nicht definitiv davon ausgehen, dass der Ort wirklich drinnen liegt. Aber ist ein Ansatzpunkt, um hier um ein historisches Kartenmaterial heranzukommen, das also recht interessant ausschaut. Ja. Gut, und die kann man dann entsprechend hineinzoomen. Die müssen mit einer Auflösung drin sein, dass man es lesen kann. Und abhängig vom Provider, vom Bereitsteller auch heruntergeladen werden können. Das Swiss-Topo, die Zeit haben wir schon, das haben wir auch schon angeschaut. Ja, das allerletzte, was ich noch herzeigen möchte, das ist, wo war das? Da war das. Three Words Map. What Three Words? Haben Sie Engländer, ich finde das total lustig, haben Sie Engländer die Erdkugel in 57 Trilliarden Quadrate geteilt von 3 mal 3 Metern, haben diesen Quadraten jeweils drei Worte zugeordnet und damit ein Adresssystem geschaffen, das eigentlich eindeutig ist und wo ich auch dort, wo ich keine genaue Adresse habe, in irgendeinem Verwelver oder in irgendeinem Slum oder sonst irgendwo, den Ort genau ansprechen kann. Wenn ich da jetzt zum Beispiel eingehe, haben wir das vorher rausgeschrieben, eingibe Zauber.geister.donner, dann habe ich, in dem Fall habe ich drei Orte, wo das zutrifft. Einen in Deutschland, den brauche ich nicht, Brasilien ist uninteressant, aber das da, das ist meine Adresse in Grietzendorf. Wenn ich da jetzt, also ich schalte den. Nein. Ich schalte jetzt nur auf Satellitenbild, weil das ist sprechender als die Karte. Und wenn ich da jetzt hineinzoome, dann sehe ich diesen Raster, diesen. Ihr seht ein 3x3 Meter Raster. Das heißt, da in den Raum habe ich mindestens vier. Ja, genau, wie ein Schachbrett. Ich bin jetzt, das ist der Sonnenschirm daheim auf der Terrasse. Ja. Du solltest nicht so genau zeigen, wo er ist, weil sonst kommen die im Sommer besuchen. Ja, okay. Wie kommt man auf die drei Worte? Zu irgendeiner bestimmten Quadrat. Okay, ich gehe, wie mache ich das jetzt? Unlock Pin, okay, jetzt habe ich ihn freigeschalten und jetzt fahre ich mit dem Pin, jetzt schauen wir zum Beispiel, da ungefähr ist der Jugendhäusl gestanden. Von, ja, genau. Peter, ortskundige Altertum. Wenn ich das jetzt, und das Ganze gibt es als App am Handy auch. Das heißt, das Tolle ist, der schickt mir die drei Namen und mein Handy führt mich dorthin. Ich weiß zwar nicht, wo ich hinkomme, aber ich bin genau dort, wo. Führen nicht alle Wege nach Grietzendorf? Heute schon, ja. bis auf das neue Gebäude. Okay, ja. Okay. Ja, also das war das Letzte, was ich sagen wollte. Das ist eine starke Sache. Wie heißt das? Wieso heißt das in Deutsch? Ist das Englisch? Also das sind ich kann das Ganze in Englisch machen. Ach so. In Englisch habe ich die Adresse, also hast du die Adresse, Entschuldigung, oder hattest du die Adresse? Resist Heating Pimples. Und Heating. Ja, also das kann ich nicht verlesen, aber Italienisch, oder was war das jetzt? Ja, Italienisch ist das. Ja, und sie suchen sowas, also ist ja hier, in dem Fall, also die Adresse ist einfach zu merken, es sind aber Kombinationen dabei, das sind einfach. Und die Idee, ich meine, kann man die Idee machen. Ja, und umgekehrt 57 Trilliarden Quadrat, ich kann jede Trilliarden. Trilliarden. Und es gibt keine doppelten Schlüssel da? Nein, also es gibt schon doppelte, aber die sind, wir haben gesehen, also bei dem, was ich gehabt habe, Zaubergeister waren drei. Ja, also die Verwechslungsmöglichkeit ist relativ gering. Ja, und wenn ich da jetzt, also, ja, ich kann ja irgendwas, sagt mir irgendwas, sagt mir was. Nach Brasilien nach Hause. Schauen wir mal, was finden. Hütte, Sonne, Wasser.
Wie? Na, war nur ISO, das Wasser, Sie verwenden natürlich Zeitwerte auch. Warte mal. Gekommen. Also muss ich einen Punkt dazwischen machen. Das wird wahrscheinlich. Oh ja, oder? Da schlagt einmal das Spanische vor. Da bin ich. Also diese Kombination gibt es im Deutschen nicht, aber es gibt ähnliche im Spanischen. Das sagt er. Das ist Portugies. Ja, irgendwas im Portugies. Ja. Interessant. Ja. Das ist also Spanisch. Das Argentinien. Bitte? Nein, der findet das einfach ins. Bücherin, was er gesagt hat? Bücherin. Ja. Na, vielleicht haben wir jetzt eine Sprache Spanisch. Ja, wir sind jetzt in Argentinien mit dem also, jetzt haben wir auf Italiano aufgeregt, oder? Was heißt das da? Ja, aber das ist, wenn ich selber meine Adresse suche. Also, wenn ich ein Objekt suche, dann. Ja, gut. Ja. Wir kennen uns aus. Ich hoffe, es findet jeder heim. Ich sage danke fürs Interesse und für die Aufmerksamkeit.